Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Chef Live Restaurant Simulator. So, wir bestellen direkt mal Dinge. Regional, soweit es geht. 10 Stück. Davon 6. Und das ist immerhin noch national. Kriegen wir leider nicht regional. So, dann haben wir alles. Passt. Bezahlen. Sehr gut. Ja, wir haben in der letzten Folge mal ordentlich noch wieder gekocht, ne? Dass wir hier Vorbereitungen haben. Das ist schon mal gut. Die ist immer noch nicht größer, die Küche. Wir kriegen geliefert. So, was haben wir hier? Erstelle eine neue Einrichtform und verwende sie für folgendes Gericht. Kalb Mailänder Art und frischer Gartensalat. Und bereite zwei Gerichte der Kategorie deftig zu. Okay. Kalb Mailänder Art, das muss ich so machen. Werden wir machen. Zweimal deftig, das kann Kasim dann oder hier unsere Köchin. So, muss kurz warten, bis das Essen da ist. Können wir schon mal nehmen. Gleich ist geliefert. Und jawohl. So. Einmal. Nein. Da. Mann. So. Das ist auch fast so eine Art Minispiel, Mini-Geschicklichkeitsspiel. Da wäre echt schön, wenn man einfach sagen könnte, hol raus, was drin ist. So. Perfekt. Ja, Dorade haben wir aktualisiert. So, jetzt muss ich aber erstmal das Kalb Mailänder Art machen. Und an das Anrichten Kalb Mailänder Art brauchen wir die Parmesan-Semmelbrösel und Gewürz. Oregano, glaube ich. So, Brot und Käse. Also Brot und Parmesan, den finde ich natürlich nicht hier. Brot und machen wir Parmesan. Da. So, dann machen wir geschwind mal Parmesan-Semmelbrösel, genau. Die wollte ich machen. Würzen. Es fehlt viel getrockneter Oregano. Perfekt. So, was haben wir als nächstes? Brauchen wir Olivenöl, Essig und Senf. Olivenöl, Essig und Senf. Olivenöl, Essig und Senf. Ist schön, dass wir zumindest die Zutaten dann alle haben, auch wenn wir schon nicht wo machen wir das denn? Ach, an der Mischstation. Okay. Olivenöl, Essig und Senf.
So, haben wir auch. Dann brauchen wir ein Ei, das müssen wir schlagen. Und dann brauchen wir das Kalb. Ein Ei. Das war das Falsche, den wollte ich. Einmal geschlagenes Ei. So. Dann brauchen wir das Kalbsschnitzel und dann Mehl noch dazu. Holen wir erst Mehl und dann das Kalbsschnitzel. Mehl. Und einmal Kalbsschnitzel. So. Kalbsschnitzel, genau. Packen wir wieder zurück. So, das müssen wir panieren. Tam, 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 tam. Müssen wir dann gleich nur anders anrichten, ne? Aber das kriegen wir auch noch hin. So. Dann Tomate würfeln, Kopfsalat. Tomate würfeln und einen Kopfsalat. Tomate und Kopfsalat. Ja, wo haben wir den denn? Petersilie, Salbei, Rucola, Sauerampfer. Da haben wir ihn. Nehmen wir doch den. So. Ich mache ganz schön viel davon weg. Da bleibt nicht mehr viel übrig. So, und die Tomate würfeln. Haben wir. Koch verärgert. Warum? Hi, Chef. Hi. Warum ist Koch verärgert? How are you? Hope you're raring to go today. Hi, Kasim. Ja, alles gut. So, zwei deftige Gerichte. Die kann sie gerade mal machen. Was ist deftig? Pasta. Ist eine Zwiebelsuppe deftig? Ich guck gerade mal. Zwiebelsuppe deftig? Zwiebelsuppe. Karte ist gesperrt. Ja, ich wollte doch nur gucken, was ist. Das ist traditionell. Wie viel Zeit habe ich denn für deftig? Müssen wir das heute machen? Zwei, da haben wir drei Tage Zeit für. Okay. Und Kalb Mailänder Art ist nur heute. Okay, dann können wir uns da morgen drum kümmern. Das ist gut. Dann kannst du aber gerade mal die Sachen machen. Chef. Dann kann ich mich weiter um das Kalb kümmern. So, das machen wir zu einem Salat. Zack, zack, zack. Einmal Salat.
Beziehungsweise gibt er 3 Salate, aber egal. So, haben wir. Dann Öl und das Schnitzel und das Ganze mit einer heißen Pfanne anfangen. So, Öl. Und dann müssen wir das Ganze braten. Brauchen wir auch noch Salz zum Würzen. Ich nehme mal Salz und Pfeffer noch mit. Ich weiß gerade gar nicht genau, welche Gewürze wir brauchen. Das hätte ich gern. I saw your last dish. It was great. You just keep improving every day. Jawohl, wir müssen würzen. Habe ich doch richtig vermutet. Salz. Perfekt. Okay, dann können wir das machen. Kasim kann gleich mal anfangen mit Vorbereiten. Sobald ich das hier fertig habe. Ich denke, das passt dann. Müssen wir gleich noch wenden. Und dann können wir es anrichten, glaube ich, ne? Zitronenscheibe brauchen wir noch. Hello. Can I come in? Ja, ja, komm rein. Ich muss aber gerade was fertig machen. Dann kümmere ich mich um dich. So, Kalb Mailänder Art, freies Anrichten, Kalb Mailänder Art, nehmen wir mal den Teller, oder nehmen wir das lieber, das kann ich doch drehen, so. Danke. Die Tomate. Machen wir in der Form. Ja, ist okay. Zitrone. Jetzt machen wir erstmal das Schnitzel. Hoppala. So, Mindestmenge haben wir. Zitrone brauchten wir noch. Die wollte ich da drauf tun. So, dann haben wir nämlich alles. Die Soße fehlt noch, oder? Ich brauche gar keine Soße. Machen wir das halt so. Okay. Nächster Schritt. So.
Okay, Anrichtform speichern. Foto machen. Foto machen. Verlassen. Anrichtform verwenden. So, jetzt können wir es anrichten. Okay, und dann können wir servieren. Und dann kann der Kasim sich gleich um andere... Ich muss gleich You'll be speechless when I'm done. So. Gericht servieren. Genau. Passt. Haben wir erledigt. Was willst du? Hallo Chefin, eine meiner Köchin war vor ein paar Tagen in ihrem Restaurant essen. Ihre Gerichte haben sie wirklich beeindruckt. Sie haben verstanden, worum es bei der Kochkunst geht. Man muss den Gast immer wieder überraschen und ihn zum Träumen bringen. Übrigens, es wäre interessant, wenn Sie in Ihrem Restaurant ausschließlich Feinkost anbieten würden. Ihre Gäste würden das lieben und es würde mit Sicherheit das Interesse der besten Gastronomiekritiker erregen. Denken Sie mal drüber nach. Ja. So, Kasim. Hey, mir wurde gerade ein Tagesseminar zu einer Zutat angeboten, die ich bisher nur selten benutzt habe. Es findet leider nur heute statt, aber das Seminar würde mich sicher ordentlich weiterbringen. Geh nur. Danke, ich mache mich gleich auf den Weg. Das wird sich auszahlen, glaub mir. Okay. Dann brauchen wir dich jetzt. Dann darfst du jetzt nämlich vorbereiten. Die kann sie komplett fertig machen. Die kann sie auch komplett fertig machen. Die Zwiebelsuppe könnte sie machen, ne? Und dann braucht sie die nämlich, dann hat sie die Chef. Vorbereitet. Ungegarte Marre, und den konnte sie auch schon mal okay, machen. Chef. Was haben wir noch? Rinderbouillon könnte sie schon mal machen. Wobei, das kann sie nachher auch komplett fertig machen. Spaghetti Carbonara kann sie auch komplett fertig machen, wenn es gebraucht wird. Und das kann sie auch komplett fertig machen. Okay, da braucht sie dann nicht so viel vorbereiten. Da gehe ich, glaube ich, mit klar. So, deftiges Essen brauchen wir noch. Kann ich aufwerten. Okay. Deftig. Was ist deftig? Was haben wir hier sonst für Auswahl? Sortieren nach Attribut. Anfrage. Hackbällchen. Steile das Rezept verbessern. Rindertatar. Fehlt halt ein bisschen so das, was ist deftig. Ist Rindertatar deftig? Zwiebelsuppe ist mit Sicherheit deftig, ne? Herbstsuppe wohl eher nicht. Lamm mit Kartoffeln. Habe ich noch nicht genug Übung. Miesmuschel. Kartoffelgratin, zählt das als deftig? Pasta mit italienischem Käse. Welsh Rabbit. Boeuf Bourguignon. Achso, das muss ich erst noch wieder kochen. Pasta mit scharfer Tomatensauce. Bistronomieküche. Restaurantküche. Okay. Attribut. Stufe. Machen wir mal nach Name. Okay. How's everything today, Chef? Ah, hat sie fertig? Sehr gut. Den nehmen wir und stellen die schon mal hier auf den Ofen.
Und die nehme ich mal und pack die in den Kühlschrank. Dann können wir die nämlich nachher einfach noch ins Ding packen. Kannst du noch was vorbereiten, sinnvollerweise? Die könnte ich dann auch noch garen, aber sie kann sie halt, wie gesagt, auch komplett fertig machen. Dadurch, dass sie das können, brauche ich da gar nicht mehr viel. Aber jetzt fertig machen macht halt keinen Sinn. Gekochte Bucantini. Die Soße, die könnte ich eigentlich, die könnte sie eigentlich auch machen. Dann könnte ich den Rest nachher noch. Ja, ich überlege gerade, meine Liebe. Wobei, du könntest noch mal. Mach noch mal eine Zwiebelsuppe. Dann nochmal 2 Töpfe Zwiebelsuppe. Überleg grad, zählt das als deftig? Könnte ich probieren, ne? Dann müsste sie nur. Understood, Chef. Ups, nein, einen solltest du noch machen. Ich krieg die da nicht wieder raus, ne? Verwalten. Ah, sehr gut. Kann ich doch noch entfernen. Sehr gut. Dann können wir nämlich vielleicht doch ein. Muss ich mal probieren, was passiert, wenn ich ein so ein Zwiebelsuppengericht serviere. Dazu brauche ich jetzt nur gleich die Dings von ihr. Weil wenn ich da 2 servieren kann und das als deftig gilt, wäre das ja perfekt. So, die haben wir fertig. Die können wir mal hier drauf tun. Vorteil ist, dann brauchst du nämlich nachher, wenn Zwiebelsuppe bestellt wird, nur die Brote machen. Großer Vorteil, sehr großer Vorteil. Müssen wir mal testen, was als deftig gilt. Ja, und da habe ich mich immer noch nicht schlau gemacht, was die Dinger da bedeuten oder bezwecken. So, sehr schön. Ich finde das mega, dass sie einen dermaßen unterstützen können. Auch wenn das wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt Ziel des Spiels ist, dass ich hier rumchill und meine Leute arbeiten lasse. Und gerade mal den Abwasch halt tätige. Ja, da bin ich, denke ich, auch überzeugt von. So, gleich ist der fertig. Dann kann ich nämlich gerade mal gucken, ob das geht, dass wir das servieren. Ob das zählt. Ich nehme mal einen und eine Zwiebelsuppe. Zack. So. Zwiebel. Gucken wir mal. Zählt das als deftiges Essen? Das ist noch die Frage. Nein, zählt es nicht. Das ist schade. Okay. Bereite 2 der Kategorie deftig zu. So, jetzt sind wir aber auch gleich durch. Der Rest vom Personal ist auch schon da. Oh, was haben wir denn? Das konnte ich abholen, stimmt.
Auslieferung tagsüber. Schließe eine erstklassige Schicht ab. Drei mit einer Mindestbewertung gute Schichten. Erstelle eine Feinschmeckerkarte, was auch immer das sein soll. Drei Schichten mit dem Kartenschwerpunkt deftig. Da haben wir schon wieder das deftig. Sie braucht mariniertes Rinderragout, Kalbsschweinehackbällchen und gewürfelte Pancetta. Okay, und er braucht noch die gebackene Dorade. Muss er die herstellen oder reicht das, wenn das irgendjemand macht? So, wir können die Schicht beginnen. Wir beginnen die Schicht. Ja, bestätigen. I don't know what I should work on, Chef. Ja, ja, Stress nicht rum. Stress nicht rum, Adele. So, du kannst mal direkt mit einer Dorade starten, auch wenn das nicht dein no problem, Chef. Schwerpunkt ist. Dann ist sie nämlich gleich schon mal fertig. Derweil. Das sind vier. Das ist einer zu viel für die Platte. Müssen wir in den Ofen tun, wenn der erste bestellt, glaube ich. Macht sonst keinen Sinn. Ah, da kommen schon die. Er nimmt schon die Bestellung auf. Das ist gut. Die eigentlich unterschiedliche Frisuren habe ich noch gar nie drauf geachtet, muss ich sagen. Ah, Bestellung kommt. Zweimal. Was ist das? Risotto mit rohem Schinken. Okay. Risotto mit rohem Schinken. I'm on it, Chef. Don't blink or you'll miss it. No problem, Chef. Ja, darfst du gleich machen. Dann kümmere ich mich um die. Ja, um nix. Doch, dass wir abwaschen, sofern benötigt. Sehr gut, die sind fertig. Oh, Qualität A. Ah, holla, jetzt muss das nur noch jemand bestellen. Bestellt Dorade, habe ich gerade frisch im Angebot. Da kann sie dann gleich, also heute kann sie richtig durchkochen, glaube ich. Da lasse ich nämlich ein paar Sachen schon mal fertigstellen. Mit denen, ach, sie macht dann immer drei. Upsa. Egal, haben wir ein paar mehr, macht auch nichts. Davon kann sie mal Chef. Zwei machen. I'm on it, Chef. Don't blink or you'll miss it. Sehr gut. Ist gut, wenn sie gleich drei macht, weil dann haben wir gleich zwei zur Verfügung. Dann brauche ich da nicht lange warten. Schön ist, sie bleiben darauf auch warm. Also von dem her passt das. Gleich fertig das Risotto. Jetzt kann sie wirklich richtig durchkochen, weil dann gucke ich, dass ich von jedem Gericht was da habe. Dass sie da nicht dass ich relativ zügig servieren kann. Und sie wird glücklich sein, weil sie halt kocht. Ah, da haben wir es schon. So, das eine packen wir gleich hier drauf. Die anderen zwei servieren wir. Ah, der nächste Gast kommt. Ist nicht arg viel, ne? Aber egal, Hauptsache Gast ist glücklich.
Hauptsache, der Gast ist glücklich. So. Können wir auch aufrüsten, sehr gut. It's off to the table. Ja. So, sie hat das zweite gemacht, also sie ist noch dran. Was machst du jetzt? Spaghetti Carbonara, okay. Passt. Und danach kannst du hier mal sowas machen. Okay, Chef. I don't have the utensils I need to do my job, Chef. Ja, Moment, ich wasche gerade mal den Topf ab. Weil das kann ich gut machen. Abwaschen kann ich. Ist sehr viel entspannteres Kochen, wenn die Leute, wenn die das einfach machen. So, wir haben einmal Spaghetti Carbonara und einmal, da ist sie gerade dran. Und einmal das, was sie jetzt auch noch kochen soll. Einmal Spaghetti müssten fertig sein, oder? Ist sie immer noch dran? Tatsächlich. Dann machen wir das weg. Machen wir das so. Dann kann sie sich nämlich gleich danach um das andere kümmern. So, einmal Spaghetti. Können wir servieren. Und sie kocht gut, das ist auch wichtig. So. Sie kocht echt gut. Ah, Qualität B, okay. Qualität B. So. Dann kannst du danach gleich mal weitermachen mit Spaghetti. So, wie lange brauchst du? Bist gleich fertig, sehr gut. Könnt jemand mal Dorade bestellen? Ich habe hier eine A-Dorade. Beste Qualität. Ah, sie ist gleich fertig, sehr gut. Kann man das auch servieren? Auch B. Hm. Was brauche ich da noch? Ach, den Käse. Moment. Was ist das, was ich da brauche? Geriebenen Pecorino. Okay, das machen wir gerade. Geriebenen Pecorino, das kriege ich hin. Vielleicht sollte ich das eher hier holen. Pecorino Emmentaler. Geriebenen Pecorino. Reiben, ja. Das können wir auch noch geschwind machen. Bin zwar momentan mehr als Hilfskraft unterwegs, aber kann ich gut mitleben. Anyone need a hand? Ja, ich kümmere mich gleich drum. The table has just ordered. Sehr gut, kann man gleich das nächste machen. Kannst nochmal so Spaghetti-Dings machen und dann vielleicht mal gleich Käse reiben.
So. Die darfst du noch machen und die darfst du noch machen. Understood, Chef. So, was haben wir da? Ah, jetzt kann ich die Dings in den Ofen schieben. So, Ofen ist T3, ne? Na, wo haben wir sie? Ofen T3, ja. So. Braucht ein bisschen. Und dann haben wir Risotto mit rohem Schinken. Den können wir schon mal servieren. Und das andere kommt gleich hinterher. Sehr gut. Das braucht gerade noch. Da könnte sie aber je nachdem auch gleich mal noch welche von machen. Understood, Chef. So, da kann sie jetzt richtig sich durchkochen durch die Schicht. Ja, brauch noch ein bisschen. Weil hier gerade mal den Topf noch wegmachen. Dann haben wir das erledigt. Nächsten Gäste. Zwei wieder. Ne, drei. Okay. Ich hoffe, die bestellen Dorade. Das habe ich die ja ganz umsonst gemacht. Also, wobei, was heißt umsonst? Köchin war beschäftigt, das ist ja das Wichtigste. So, ist gleich fertig. Dann können wir gucken, wann das optimal ist. Tadam, tadam, tadam. Jawohl, ist optimal. Sehr gut. So. Da machen wir die drunter. Dann nehmen wir eine Zwiebelsuppe. Moment, stress nicht rum. Du bist die ganze Zeit am Kochen. Da wirst du doch jetzt auch mal 2 Minuten nichts tun können. So, einmal Zwiebelsuppe für die drei. So, wir brauchen einmal die mit Ei. Das müssten die hier sein, ne? Oder? Jawohl. Und zweimal Zwiebelsuppe. Dann kann sie die mit Ei gleich nochmal wieder machen. Vorsichtshalber. I'm available if you need me, Chef. Ja, ja, mach keinen Stress. Chef. So, und ich nehme hier gerade so. Ich habe ja noch. So, und einmal Zwiebelsuppe und nochmal Zwiebelsuppe. Das ist leider nur Klasse B. Naja. Hm,
Servieren. Wird wahrscheinlich keine erstklassige Schicht, aber sollte eine gute Schicht werden. Das sollte eigentlich drin sein. So, das haben wir. Den können wir mal wegtun. Den kann ich wegtun, so rum. Sind nochmal Gäste gekommen, glaube ich, ne? Sind nochmal Gäste gekommen. Dann könntest du mal noch eine Zwiebelsuppe machen. Yes, Chef. Dann hast du auch was zu tun. Nochmal zwei Gäste, okay. Bin mal gespannt, was kommt. So, was brauchen wir denn? Dorade? Here's an order for the table that just arrived. Keine Dorade. Einmal. Und das andere haben wir auch fertig. Da brauche ich nur, glaube ich, den Käse noch, aber den hat sie auch schon gemacht. Den muss ich nur aus dem Ding holen. So, hier ist der Käse. Den brauchen wir. Ah, die brauchte ich nicht. Mist. Den brauchte ich. I'm eager to get to work, Chef. Ja, ich glaube, wir sind jetzt so ziemlich durch, meine Liebe. Wir brauchen, glaube ich, nichts mehr. Ich glaube nicht, dass nochmal Gäste kommen, sondern ich denke, dass die Schicht jetzt dann auch um ist. Sobald er das serviert hat. So, schade, keine Dorade bestellt. Zum Glück ist es nur virtuelles Essen, sonst wäre es echt schade drum. Sonst wäre das richtig schade drum. Oh, vier Gäste kommen noch. Moment. Das ist kalt. Jetzt muss ich mal gerade mal gucken, dass hier wieder Pfannen herkommen. So, dann kann sie gleich schon mal... Wobei, ich warte mal bis... Wir wissen, was die bestellen. Dann kann sie das gezielt machen. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass nochmal vier Leute kommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Zweimal Dorade und zweimal Spaghetti. So, Dorade können wir gleich schon mal servieren. Die sind fertig. Und die sind auch richtig gut. A-Qualität. So. Oh, das fehlt noch. Un momento. Dann machen wir das so. Was brauchten wir da noch? Für die Dorade. Die Orangen und Pommes.
No problem, Chef. Okay, Chef. Dann kümmere ich mich gerade mal um die Orangen. So. Die brauchten wir. Und auch nochmal das. So. Die haben wir. Das hat sie fertiggestellt. Das können wir schon mal servieren. Dachte ich, die Doraden gehen schnell. Pustekuchen. Gar nichts geht da schnell. Wenn man nicht alles dabei hat, ne? So. Oder sollte ich gerade nochmal Pommes machen? Kartoffel? Ne, die müsste doch hier sein. Ist gar keine Pommes, das ist Spargel, ne? Spargel ist das, was ich da brauche. Oder? Tatsächlich, Spargel. Oh ne, das soll sie mal machen. Hätte ich das gewusst, hätte ich den vorher fertigen lassen. Machen wir vorsichtshalber da. Ist auch nur B. B ist nicht so dolle. Aber sollte eigentlich reichen, dass wir die Schicht gut beenden. Hoffe ich doch. So. Sie kümmert sich um den Spargel. I'm eager to get to work, Chef. Was? Hat sie schon beide fertig? Moment. Hat sie den Spargel schon komplett fertig? I'm on it, Chef. Don't blink. Das brauche ich. Den habe ich ausgewählt, ne? Ich bin doch eine dumme Nuss. Yes, Chef. Ich dumm Nuss. Habe ich den falschen ausgewählt? Ich habe mich gerade schon gewundert, warum sie so schnell fertig ist. Mit dem können wir natürlich nichts anfangen, oder? Ich guck gerade mal. Ne, mit dem können wir nichts anfangen. Habe ich richtig vermutet. Machen wir nochmal so. Da, den hat sie fertig. Sehr gut. Jetzt haben wir den richtigen. Jetzt haben wir den richtigen. Halleluja. Give me a challenge, Chef, or just anything, really. So, noch ein. Nächste Dorade. So. Ach, den da brauche ich. Gerade überlegt, hä? Wieso geht das nicht? Gerade schon überlegt.
So, servieren wir auch. Puh, das sollten jetzt aber wirklich die letzten gewesen sein. Ja. Jawohl, Schicht ist zu Ende. Eine gute Schicht immerhin, aber keine wirklich richtig tolle. Ja, okay. So. Hello, can I come in? Was willst du? Du bist die letzte Zeit oft hier. Sie haben es geschafft. Glückwunsch. Wie versprochen haben Sie bei meinen Gästen in den höchsten... Habe ich Sie bei meinen Gästen in den höchsten Tönen gelobt. Verwöhnen Sie sie so richtig. Vielleicht können Sie mir sie mir dann sogar abwerben. Okay. So, dann beenden wir mal die Schicht. Bleiben aber natürlich. Und ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich sag tschüss. Bis zum nächsten Mal.